YouTube schützt Täter und behindert die Verbreitung von lebensrettenden Informationen. Die Tatsachen. Ein Frauenarzt hat am 9.10.2011 folgenden Beitrag in YouTube veröffentlicht, der auf eine kaum bekannte, überraschend simple Ursache der medizinisch verursachten Tötung von weltweit tausenden operierten Frauen aufmerksam macht und der in weiteren Folgen eine einfache Lösung sogar kostenlos anbietet. Der Autor ist ein pensionierter medizinischer Insider. Seine lebenslange Erfahrung und Warnung ist daher ernst zu nehmen. Das Problem wurde in der medizinisch-technischen Zeitschrift MTD 2006 veröffentlicht. Trotzdem versucht die von dem YouTube-User frühzeitig informierte medizinische und medizinisch-technische Lobby diese Problematik und somit die Abhilfe des weit verbreiteten medizinischen Fehlers schon seit 6 Jahren geheim zu halten, offensichtlich aus Peinlichkeit und Angst vor Haftpflichtprozessen. Damit wird die Sache nur schlimmer, und die Zurückhaltung dieser Informationen wurde inzwischen zum Vorsatz. Die jahrelange Ignoranz der Verantwortlichen war der Grund der Anprangerung in YouTube im letzten Jahr, damit die Verantwortlichen endlich zum Handeln bewegt werden. Die Reaktion der Lobby war auch danach nicht einsichtig, nicht zur Sache, sondern feindlich und oft beleidigend gegenüber der Person des Insiders. Zuletzt wurde die Jugendschutzkeule eingesetzt, um den Beitrag vor der Öffentlichkeit zu verstecken. Und YouTube macht mit. Obwohl der oben genannte Beitrag keine sexuellen, keine gewalttätigen, keine politischen oder keine sonst anstößigen Informationen beinhaltet und mittlerweile etwa 1.700.000 Besucher hatte, wurde ihm plötzlich am 24.06.2012, also erst nach 8 Monaten nach seiner Veröffentlichung, der verdiente Statut des meistgesehenen Videos entzogen, wahrscheinlich auf Wunsch der betroffenen Lobby. Somit wird der lebensrettende, nun als Jugendschutz indizierte Beitrag vor der Öffentlichkeit versteckt. YouTube hat hier gegen seine eigene Regel verstoßen, denn auch bei dem Vorhandensein eines der oben genannten Verstöße soll es bei wissenschaftlichen Beiträgen eine Ausnahme geben. YouTube prüft nach eigenen Angaben jeden angezeigten Beitrag, bevor sie ihn abstuft. YouTube ist also über den harmlosen Inhalt und über die gesellschaftlich wichtige Bedeutung des wissenschaftlich dokumentierten Beitrags voll in Kenntnis, und trotzdem unterstützt sie vorsätzlich die Täter und nicht die Opfer. Seit dem 24.06.2012 trägt also YouTube eine Mitschuld an dem Thromboemboli-Tod jeder wie beschrieben fehlerhaft operierten Frau, da sie die sicherheitstechnischen Insider-Informationen auch vor den bislang nichtsahnenden Ärzten versteckt. Die operierenden Frauenärzte haben so keine Chance, auf ihren Fehler aufmerksam zu werden, denn ihre Lobby hat es bislang auch nicht getan, und die Veröffentlichung in ärztlichen Fachzeitschriften werden angeblich aus Platzmangel blockiert. Es handelt sich um einen weltweit verbreiteten Fehler. Diese rechtliche Tatsache dürfte also die Rechtsanwälte der Hinterbliebenen weltweit interessieren.